Da bin ich wieder. Gehen wir diesem Wilkers oder wie auch immer der Kollege da heißt nach. Wo ist er hin? Ach, scheiße. Wilkers. Wenn er sagt Hof, dann wird er das hier meinen. Das ist wahrscheinlich besagter Hof. Das ist wahrscheinlich besagter Hof. Hoffe ich doch mal. Muss ich den jetzt kloppen? Ich klopp dich kaputt. Ich muss sagen, es tut gut, mal wieder Skyrim zu spielen. Ist ja lange her. Ich lebe halt leider Gottes echt oft von solchen langen Aufnahmen wie dieser hier. Ist jetzt auch schon der dritte Part am Stück, den ich aufnehme. Und von solchen Aufnahmen lebe ich. Ah, das war genau die falsche Tür. Oder? Nein, hier ist er nirgends. Oh, mein Ohr juckt. Bist du blöd? Das ist er doch, oder? Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ja, perfekt, jetzt haben wir den Aufstieg. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Verdammter Wichser. Du dreckiger Wichser, geh dich erhängen. Ich gebe Eorlund jetzt einfach mein Schwert und behalte mir sein Schwert. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Aber das heißt ja, er sagt, ich soll mir nicht alles aufdrängen lassen, aber es ist ihm eine Ehre, für sie zu arbeiten. Aha. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Na klar. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Das war jetzt irgendwie ein Audio-Bug, aber... Was soll's? Zum, wie heißt er dann, Eorlund, bin ich jetzt eher mal nett mit, sprich, dass ich den Schild jetzt mal trage. Ich glaube, ich komme eh nicht drum rum. Außerdem kann es bestimmt nicht schaden. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte mein Bruder Wilkers kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Na, wo ist denn die Ayela? Hä, wo ist sie? Vorhin saß sie hier noch irgendwo. Ich bin hier, um zu helfen. Ich sitze wirklich unten, aber dann muss ich ja wieder laden. Ach, so ein Käse. Fünf Minuten schon wieder, eieiei. Es geht aber auch ruckzuck.
Ich schau mal, wie groß die Dateien sind, die ich hier eigentlich gerade fabriziere. Wo ist es denn? Skyrim? Bist du gelähmt? Die sind ja riesig. Ist ja den Spaß zum Hochladen, das sehe ich schon. Seid ihr bereit für die Jagd heute Abend? Ist sie vielleicht hier? Ich hörte, ihr habt Kampfgeist. Das ist gut. Diskreter sein. Vielleicht werdet ihr ja einer es von uns. Es ist nichts falsch daran, was wir machen. Ihr wisst, dass das dem Alten nicht gefällt. Wir sollten einfach darauf achten, dass es nicht zu offensichtlich ist. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid ihr neu hier? Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt mit. Seid ihr auf der Jagd? Ich kann euch nicht bei allem helfen. Halt die Schnauze, Skio. Und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistungen heraus. Ich Teil des Zirkus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Sie kommandieren. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thema hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Wieso drehst du dich? Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Los, bringt euch und den Gefährten Ehre. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Ah, okay, gut. Neue Stufe. Hier. Schmiedekunst ist diesmal dran. Es wird ja doch auch mal langsam Zeit. Hier brauche ich 80, das ist auch ganz falsch. Ja, das werden wir doch jetzt einfach mal. Oder? Was gibt es irgendwie eine Alternative? Ja, elfische, aber das ist so mehr leichte Rüstung, glaube ich. Und Zwergenrüstungen sind schwere Rüstungen, soweit ich weiß. Also werden wir jetzt die Zwergenrüstung natürlich nehmen. Ich habe ja eh am Anfang gesagt, ich werde mich mehr so auf die schwere Rüstung konzentrieren. Da ich noch nie so richtig verstanden habe, wozu man die leichte Rüstung braucht. Ui, du bist schneller, aber wenn du nach 5 Schlägen tot bist, bringt dir das auch nichts. Und so viel schneller bist du auch nicht. So, Momentchen. Momentchen, ja. So, damit ich hier nicht so komplett zugetackert werde mit Nachrichten. Nachrichten, sprich Aufträgen. Wir machen jetzt mal so ein bisschen was von den Gefährten. Ich muss ein bisschen mehr Geld verdienen. Denn das ist so ein bisschen schwach eigentlich. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mir die ganzen Zwergensachen hier schmiede. Ich wollte schon gerade craften sagen. Obwohl das dem Ganzen ja jetzt nicht einmal so unähnlich ist. Aber nun ja, wir werden schon sehen, wie viel mich das jetzt kostet, hier eine Zwergenrüstung zusammenzubauen. Aber da können wir wirklich wieder ein bisschen... Boah, leck. Da können wir wirklich wieder ein bisschen so mit Schmiedekunst konfrontiert werden.
Ist er da? Jawohl, er ist da. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Wie viel kostet es? Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Ja, hier 400. Wahnsinn. Teuer wie sonst was hier. Was habt ihr verkauft? Preist die Götter. Ah, falsch. Sonstiges. Der hat keinen Zwergenbahn. Nicht einen einzigen. Wahnsinn, nicht schlecht. So, wo genau soll ich hin? Da rein? Nein, doch nicht. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Hier auch nicht, das da? Nein, doch, ich muss nochmal weiter. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ja, ja. Ah, okay, ich muss raus aus der Stadt. Ja, Moment. Wir werden hier schauen, ob die vielleicht Zwergenbahn haben. Werft einen Blick darauf. Warte, der ist was eine Option. Geh weg. Ich sage nicht, dass... Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ja, okay, gut. Das erklärt mir nur, wie ich schmiede. Gut. Das ist jetzt nicht so... Zwergischer Metallbahn. Hier, gib mir alle. 924. Nicht schlecht. Falls ihr etwas braucht. Nicht schlecht, ehrlich. Zwergisch. Stahlbarren brauche ich auch noch. Ken, ich helfe meinen... Werft einen Blick darauf. Kneift das Gesicht nicht so zusammen. Hat sie auch nicht. Boah. Bis zum nächsten Mal. Hier kriegst du wirklich nirgends das, was du brauchst. Egal ob es Zwergenbahn, Stahlbarren, Leder, Eisen. Sie haben immer das, was du brauchst, nicht. Wenigstens hatte die jetzt Zwergenbahn. Komisch, ich dachte gerade Stahlbahn haben sie fast immer. Werft einen Blick darauf. Auch der nicht, kein Stahlbarren. Der hat überhaupt nichts. Der ist überhaupt der König. Ich muss die Redekunst wieder verbessern, das ist richtig schlimm. Ich muss irgendwie einen Weg finden, meine Redekunst zu verbessern, das ist katastrophal, die Preise. Hatte der Typ da oben Stahl? Schauen wir nochmal schnell hin. Der Weg ist ja jetzt nicht mal so weit. Könnte schlimmer sein. Hier durch die Stadt. Ihr sucht meinen Gatten Nazem? Da seht ihr. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Skyrim. Bis gleich. Ciao.